Wir feiern hier heute den Einzug von obdach- und wohnungslosen Menschen in die Habersattstraße. Vorausgegangen war dem Mitte Dezember eine erneute Besetzung und seitdem begleite ich den Prozess ja auch sehr eng. Wichtig ist, dass das hier wirklich ein großer politischer Erfolg für die ganze Stadt ist, denn endlich hat der Bezirk Mitte hier mal sein Versprechen deutlich gemacht, dass spekulativ leerstehende Wohnungen eben beschlagnahmt wurden und hier jetzt obdach- und wohnungslose Menschen ein neues Zuhause finden. Und ganz wichtig ist mir auch, dass es jetzt aber nicht zu so einer Art Deal kommen kann. Also der Eigentümer möchte hier den ganzen Gebäudekomplex eigentlich abweisen und es ist auch Gegenstand eines jahrelangen Rechtsstreits. Die Menschen, die hier wohnen, brauchen eine dauerhafte Bleibeperspektive und es darf nicht sein, dass das Gebäude hier abgerissen wird. Das muss geschützt werden und dafür werden wir hier als Linke auch auf jeden Fall dranbleiben.